hatte immer im alten Spiel alles voll gepflastert mit Goldminen da, ne? Das war jetzt voll nicht nötig. 10 bescheidene Häuser, Bevölkerung von 600. Also man sieht, es geht relativ schnell voran von den Häuserleveln her. Der tinnitische Adel kämpft noch immer darum, die Länder am Nil unter einem Herrscher zu vereinen. Grün hier. Man hegt die Hoffnung. Ach, das ist die Mission, die ist geil. Bei ihrem Bestreben unterstützen werden und sich darum bemühen, bei Pervadiut im feuchten Deltagebiet unter Ägyptens ein blühendes Gemeinwesen aufzubauen, wodurch der Einfluss des Adels entlang des gesamten Heiligenflusses gestärkt wird. Um mehr als nur ein kleines Dorf zu ernähren, müssen sie lernen, wie man Landwirtschaft betreibt. Ägyptische Bauern haben begonnen, den fruchtbaren Schlamm, der jedes Jahr nach der Überschwemmung des Nils zurückbleibt, zum Anbau von Pflanzen zu nutzen. Doch zahlreich sind auch die Gefahren, die am Nil lauern. An seinem Ufer und im Wasser wimmelt es von todbringenden Krokodilen, oh ja, von Nilpferden und von Stechmücken, die Malaria übertragen. Das ist eine meiner liebsten von den Anfangsmissionen. Ich mag die total gern. So, wir kriegen jetzt die Überschwemmungsgebiete erklärt. Und zwar sind das... Kann ich hier mal auf Pause machen? Ja. Das sind die Bereiche hier. Also das ist jetzt über Überschwemmung halt, ne? Wenn die Flut kommt, geht das hier alles weg. Bis zum Rand bei einer guten Überschwemmung. Bei einer schlechten Überschwemmung nicht so weit. Das Problem ist, alles, was nicht überschwemmt wird, ist in der nächsten Ansee-Erntephase halt nicht so fruchtbar. Und da ist es gut, wenn eine gute Überschwemmung kommt und alles überschwemmt wird. Die Farmen bleiben aber bestehen, das heißt, die sind halt auch wieder da. Werden wir da gleich sehen. Genau. Und hier ist alles grün. Das wird voll schön. Saison. Saison ist ein gutes Wort. Ja. Das stimmt. So. Was wir als erstes brauchen, sind natürlich Arbeitskräfte. Ich gerade, wie wir bauen. Ich glaube, es ist eigentlich scheißegal am Anfang, wie wir bauen, oder? Wir bauen einfach mal drauf los. Ich würde gern die Tasten... Warte mal. Beschleunigen. Gehen wir mal kurz nach der Tastenbelegung gucken. Beschleunigen. Ach, da. Ja, okay. Das kriege ich aber eventuell hin. Ja, das kriegen wir schon hin. Leertaste ist Pause. Gut. Ja, das kriegen wir hin. Kriegen wir hin, das kriegen wir. Einmal Zisternchen. Arbeitskräfte benötigt. Echt? Oh, das hätte ich ja jetzt nie gedacht. Das ist ja der helle Wahnsinn. War da schon ein Musikpavillon? Ich glaube schon, gell? Lass das mal noch weg. Also, was gehen wir noch hier oben hin, damit wir nicht so weit weg. So, erster Schritt ist natürlich die Nahrung. In dem Fall haben wir jetzt keine Jagdhöfe, hier gibt es keine Sträußchen. Wir müssen das mit den Farmen regeln. Aber wo sind das Arbeiterlager? Verdienen. Okay. Ich vermute, dass du so schnell warst, hat einige Gründe. Zum einen kennst du das Spiel sehr gut und zum anderen ist auch die effizientere Spielweise, die man mit einigen Jährchen Erfahrung auf dem Buckel gesammelt hat. Ja, definitiv. Und für das schnelle Vorgehen. Meiner Grund ist auch, dass man früher das Spiel öfters wiederholt gespielt. Heutzutage eher selten der Fall ist. Ja, bei mir wäre es eigentlich wieder angestanden, aber ich habe jetzt gesagt, ich warte aufs Remake. Meine Mama zockt aber fleißig gerade das Alte. Gut, also, Thema Feigenfarben. Bauen sollte man immer, wenn die Überschwemmung gerade halt natürlich nicht da ist. Damit man sieht, wie man das am geschicktesten platzieren kann. Aber wir gehen hier einfach hoch, oder? So mache ich da eine mehr hin. Kriege ich nämlich sowieso keine hin. Kein Straßenzugang. Ja, nervt mich doch nicht. Nächstes Mal bei euch erst die Straße, ehrlich. Was ganz wichtig ist, immer absperren, weil sonst laufen eure normalen Leute ins Überschwemmungsgebiet, gerade wenn die Flut kommt und dann sind sie weg. Das muss nicht sein.
Und es ist so, dass die Arbeiter, die auf die Felder müssen, die laufen auch durch die Sperren durch. Ach, wie cool, ist sozusagen ein Spiel, das in der Familie stammt, mittlerweile generationsübergreifend gezockt. Ja, ja. Wo ich ganz klein war, mit meiner Mama zusammen gezockt und dann jeder separat. Also voll geil. Warte mal ab, bis du versehentlich auf die Meldung klickst. Oh Gott, bloß nicht. Sie aber noch eine Sperre kurz hinmachen. Okay. Was wir brauchen, um die Farmen zu bestellen, sind Arbeiterlager. Die bilden in jeder Saison neue Arbeiter aus, die dann am Anfang nach der Überschwemmung auf die Felder gehen. Ja. Aktuell wird niemand weggeschwemmt. Bug. Nein, das war doch immer so cool, wenn die Leute plötzlich da verschwinden. Das ist natürlich nicht cool, aber war cool. Warum hast du zwei Sperren nebeneinander platziert? Weil ich dieses neue System noch nicht kenne, dass du hier... Wenn du auf die Leute gehst, siehst du, wo die rausgehen und wo die reingehen. Das gab es früher nicht. Da hätte es passieren können, dass die ihren Anwerber, also der die Arbeitskräfte sucht, dann hier rausschicken, weil er ja da auch an der Straße ist und der dann nur hier hinten rumläuft. Dann findet er keine Leute. Deshalb habe ich früher immer zwei Sperren gebaut, damit er halt auf jeden Fall auf der Straße rauskommt. War cool. Ja, schon. Weiß ich, es kann. Jawohl, ja. Verstehe. Gut. Was wir noch brauchen, ganz dringend. Oh, ein Silo. So schön zur Straße drehen, ne? Und schon was. Ja, ich war zu langsam. Weil ihr seht, die Überschwemmung kommt jetzt gleich. Okay, Silo hat mich Leute gekriegt. Ist gut. Und jetzt bringen die das schnell zum Silo. Malaria. Ja, ich bin noch nicht so weit. Schutzkinder hier. Tempel des Osiris. Der Osiris ist der Gott der Überschwemmung. Wenn der glücklich ist, kriege ich eine bessere Überschwemmung. Können auch an den Ecken spawnen. Ja. Ich habe mich erst für vorhin schon gedacht, weil... Ja, ich will nur das Ding sehen. Das Rote ist ja auch ein Feld weg, ne? Und der Fruchtbarkeit. Okay. Es klingt aber jetzt wieder ein bisschen falsch. So ein bisschen. So, Dienstleistung. Wir brauchen noch eine Apotheke und eine Arztpraxis. Jetzt huste doch nicht jetzt schon. Oh, Leute. Ich werde mal Feuerwachen zu bauen. Bevor hier alles niederbrennt. Wäre das eine gute Idee? Vergesst sowas gerne mal. Grün raus, rot rein. Hätte ich jetzt auch vom Prinzip her gesagt. So von den Pfeilen her. Müsste das schon passen. So, wir gucken mal kurz in den Aufseher rein. Ist so laut hier. Kilometervorhersage. Perfekte Überschwemmung. Ja, was will man mehr? Er ist zufrieden. Das ist schön. Das ist doch super. Also ich lasse mir extra ein bisschen Zeit, ne? Ich könnte es auch schnell durchrascheln. Aber wir machen das schön gechillt hier. Eigentlich bräuchte man noch ein zweites Silo. Ich würde aber gerne hier in den unteren Bereich noch ein Silo setzen, lieber. Weil wir uns nach unten ja ausbreiten werden. Arbeiterlage sind... auch immer noch die beste Lösung gegen Arbeitslosigkeit. Und ja, das klingt echt... Ja, stimmt. Mit drei hin, ne? Ah, Moment. Okay, das mit der Straße ist dezent nervig hier. Das ist ärgerlich. Auch keine bauen, weil die dann keinen Straßenzugang gibt.
Hier passt auch nichts hin. Mensch, ey. Okay, es bringt nichts. Es ist einfach eh blöd. Ein paar mehr. Durchrushen. Voll cute, das so als Wort für durchrushen zu verwenden. Ja, kommt manchmal ein bisschen Dialekt durch, ne? Sich die Wörter dann immer ein bisschen anders an. Okay, die ernten gerade, das heißt, es kommt gleich wieder die Flut. Flut, die Flut. Ich lasse immer schnell ernten, damit es hier vorangeht. Problem ist natürlich, du brauchst immer ein bisschen Überschuss an Nahrungsmitteln, damit du durch die Überflutungszeit kommst. Weil natürlich, die essen jetzt nur, aber es wird nichts Neues produziert. Wird bei euch fast nach Karneval gefeiert. Ja, eigentlich schon. Die Kinder hätten jetzt auch die Zeit Donnerstag verkleidet in den Kindi dürfen, aber ja, sind ja krank. Kinder. Ich glaube, ich kriege auch Gärten. Da war das immer mal. Wir laden jetzt mal einen Festplatz hier ein. Geht bestimmt als Elefanten, oder? Sie wollten eigentlich meine Mütze mitnehmen, ja, aber nee. Elefant hat leider abgestunken. Wo ist der Festplatz? Kann ich keinen Festplatz bauen? Ja. Die Große war heute Teufel und Hexe daheim. Und der Kleine war Kuh. Und Kuh. Der will nur Kuh. Er will nichts anderes sein. Keine Chance. Ich glaube, wir bauen jetzt mal ein bisschen Wasser. Jetzt mal eins mehr frei, damit ich darüber komme noch. La. Nilometerfeuersage. Ich hoffe doch perfekt hier. Perfekt. Ja, perfekt. Wie ist es bei euch? Seid ihr Faschingsgänger? Wir wollten eigentlich auch auf Faschingsumzug mal. Wir waren mit den Kids noch nie, aber mal gucken, ob die fit sind am Wochenende. Mal schauen, mal schauen. Ziehen wir auch einfach mal hier ein bisschen die City hoch. Nahrung wird natürlich nicht reichen, aber wir werden gleich das nächste Ding hier auch noch holen. Jetzt gucken wir aber erstmal, dass hier alles gut läuft. Kann sein, dass die nicht reichen. Müssen wir dann noch mehr bauen? Unbedingt, oder? Brauchen wir einen Dorfpalast?
Ach. Machen wir den denn mal hin? Kann ich hier reinmachen? Wertet doch das Bereich so schön auf. Ah, Stadtkasse sind die. Was? Stimmt doch gar nicht. Ich hab doch 3700 noch. Achso, das war kein Geschenk. Hoppala. Echt? Habe ich gerade kein Geld mehr? So, Steuersatz von 9%. Nicht wie Schädel wollte mit 19, ne? Ja, ist die Pleite. Nein. Ach, Quatsch. Quatsch. Schon. Das wird schon. Industrie. Sehr spannend, mich. Hätte ich vielleicht nicht so groß bauen sollen jetzt? War das jetzt vielleicht blöd? Bisschen vielleicht, ne? Ganz früher als Kind, ja, aber jetzt nicht mehr. Haben mal für eine Freundin, die aus Köln kommt. Okay, ja gut. Eine Faschingsparty gemacht, war eigentlich ganz witzig. War als Ritter verkleidet und haben Kölsch getrunken. Aber sonst hat sich das nicht so ergeben. Auch wenn dort, wo ich gerade wohne, einige Umzüge geplant sind, aber alleine ist das nicht so prall. Ja, das kann ich verstehen. Da hätte ich auch keinen Bock. Würde ich verständlich. Viel zu groß. Och Mann, aber ich habe immer so gebaut. Muss ich mich jetzt umgewöhnen? Och Manno. Sauerei ist es. So, wir machen jetzt hier unten noch ein bisschen Nahrung. Weil wir es können, weil wir Geld haben. Diese. Muss ich mich jetzt echt umgewöhnen hier. Am Anfang hatte man noch immer ohne Ende Geld. Warst du immer zu groß? Nee, im Alten ging das immer easy. Da habe ich immer so gebaut. So hat man hier Geldprobleme. Gibt's doch nicht. Verdammt. Ich würde sagen, du schließt mit etwa viermal zu vielen Einwohnern ab. Ja, aber das ist ja okay. Habe ich immer. Aber bisher ging mir das Geld nie aus. Probleme hatte ich nicht. 190 Arbeitslose. Wir haben Tongruben. Bei Tongruben ist die Besonderheit, da ist es egal, ob es hier grün ist, die müssen einfach relativ nah an Wasser gebaut werden. Den könnte ich zum Beispiel hier irgendwo reinplatzieren. Waren es hier drüben. Da bietet sich an, weil da haben wir unsere ganzen Arbeitskräfte auch. Hast du wohl nie auf schwer gespielt, da ging das in den ersten Missionen immer easy. Ich glaube, ich habe nur einen Run auf schwer gemacht, sonst alle auf normal. Was war Anlage? Wo sind es waren? Oh. Ich hoffe, das Verhältnis ist noch so. Früher war es, glaube ich, eine Tongrube auf zwei Töpfereien. So, das pleite gehen. Einen Run hatte ich es öfters mal, ja. Das war, glaube ich, der schwere. Aber sonst, nö. Was für künstliche Besserungen gibt es nicht? Doch, gibt's später. Später. Kannst du solche Wassergräben ziehen. Arbeitskräfte und Arbeitslose. Ja, ich habe zu viele Arbeitskräfte. Arbeitslose, das ist mir schon klar. Allzu wenig Nahrung. Ich halt noch mehr Farm. Die Jungen sind ein bisschen übertrieben laut, ne? Und ein bisschen übertrieben groß. Weg.
Salah. Salah. Dass du weggehst. Ja, Verschönerung! Man kann nämlich Gärten und Dings bauen und Statuen. Das ist voll schön. Wow, wie geil ist das denn? Okay. Im Alten war es so, dass es Zufall war, was du gekriegt hast. Also je nachdem, von der Größe her gab es verschiedene Ausführungen, aber hier kannst du ja komplett auswählen, ist ja geil. Das Problem ist, ich habe immer so viel Geld, ne? So. Und deshalb habe ich hier quasi eine Linie freigelassen, weil ich da mal die Gärten reinhau. Sich aufwerten. Tipp in den Optionen kannst du einstellen, dass Warenlager standardmäßig alles ablehnen. Meinst du komplett alle Warenlager alles? Oder meinst du die normale? Aber das gab es ja schon. Mal in den Optionen, okay. Ach so, dass du die baust und sie haben grundsätzlich alles abgelehnt drin und dann kannst du... Oh, das wird praktisch nicht in den späteren Missionen. Das wird voll gut. Begeisterung anstecken. Das freut mich. Cool. Okay, beim Bau quasi. Das ist gut. Ups. Ich wollte euch mal zeigen, was passiert, wenn man nicht aufpasst, ob seine Götter zufrieden sind. Osiris zürnt jetzt ein bisschen. Weil es ihre Stadt versäumt hat, ihm die Ehre zu erweisen, die ihm zusteht, hat Osiris, Gott der Landwirtschaft, dafür gesorgt, dass es in diesem Jahr keine Überschwemmung gibt. Eine Überschwemmung heißt für uns kein Essen. Gut. Der ist ein bisschen unzufrieden. Der hat nur 3D. So anstellen. Ich habe kein Geld mehr für sowas. Das ist doch voll kacke, wenn man kein Geld hat. Ist voll blöd. Wie dumm das hier ist. Alter, ist hier so eine riesige Wolke jetzt drüber? Geil. Wir gehen mal auf Krisenmanagement. Wir konzentrieren uns mal auf diesen Block. Die Basare dürfen nur noch essen und Körperwaren holen. Ist der Tempel zu weit weg? Ja, ich kann keinen mehr bauen, Freunde. Müssen wir uns auf das hier oben konzentrieren. Wenn du so übers Ziel hinausschießt. 600 Einwohner sind Ziel, du hast 2500. Aber so macht's viel mehr Spaß! Also ich habe doch einen Kreditrahmen von 5000. Problem. Alles gut. Dann kriegen die jetzt so ein paar Gärten, weil sonst werten die sich ja nicht auf. Und ja, das Verhältnis Tonkuh zu Töpferei ist jetzt ca. 2 zu 3. Ah, okay. Okay, okay, okay. Sehr gut. Also, dass du die negativen Auswirkungen uns zeigst. Ja, finde ich auch. Finde ich schon wichtig. Minus 5000 Knacks ist es vorbei. Ja, dann machen wir die Mission halt nochmal und ich mach's klein. Doch nicht so schlimm. Ach so, die braunen Unterhaltung. So geht mein Bild runter nicht für die Geschwindigkeit jetzt. Hauptjongleure, schnell hin. Wir haben ja gleich gewonnen. Alles gut. Wertet euch auf. Schnell jetzt da. Hab bisher nur die Bühne, ne? Die Bühne. Also allgemein, da gibt es dann keinen Schluss mit Bauen, bis man wieder flüssig ist, sondern alle Missionen direkt verloren bei minus 5. Ja, aber das ist ja okay. Dafür kann man ja speichern.
Ah, stimmt, du hast recht. Jongleurschulen bringen auch was, aber die darfst halt nicht ganz direkt hinbauen, sonst kriegen sie wieder einen negativen Einfluss, ne? Mach hier noch eine hin. Oh, Moment, ich muss da ans Bett. Ah! Zugung. Nee, ich musste niesen. Und ich habe es endlich mal geschafft, rechtzeitig auf Mute zu drücken. Ach, kommt jetzt. Werdet euch auch jetzt gewinnen. Wie viele Schulen braucht ihr denn bitte? Kosten Geld? Jetzt haben wir's. Seht ihr, alles gut? Gewonnen. So, da sieht man jetzt noch die schönen Gebäude.